So, das war für einen Folgenwechsel und mein Bein ist eingeschlafen. Es fühlt sich super ekelhaft an. Und es erinnert mich daran, dass ich mehr Sport machen muss. Das hat jetzt keiner gehört, nur ich. Hast du gar nicht! Nein, ich kann keinen Sport machen, dann fällt mein Herz auseinander. Mit dir zusammen am Arsch. Morgen Ringfit. Ja, hab meine Freundin auch was zum Lachen, wenn ich morgen Ringfit spiele. Die möchte unbedingt, dass ich mal boxe gegen die. Reicht, dass ich mich nie in meinem Leben geprügelt habe. Wenn die mit mir boxt, dann bin ich wahrscheinlich tot. Titanium habe ich schon erforscht, hat er mir schon gesagt, dass ich auf einen anderen Planeten muss dafür. Was macht ihr denn an so einem Spiel fertig? Dass es irgendwann zu einer schrecklichen Arbeit wird, alles fertig zu machen? So, jetzt geht das auch voll bis hinten. Aber insgesamt ist das das Befriedigende. Wenn du dann siehst, dass deine Produktionsketten irgendwo funktionieren. Da geht doch erst richtig einer ab. Oh ja, ist das geil. Oh ja. Wie der Kram produziert wird. Geiler Scheiß. Da platzt mir das Rohr. Noch ist alles Kinderkram. Es wird erst lustig, wenn man in der Sphäre anfängt. Willkommen Stressfalten. Energiematrix. Ah, okay. Die ist weg, wenn ich die aufsammle.
So, jetzt kriege ich alle 4 auf Produktion. Das wird aber ganz schnell Energie wieder saugen. Ja, geht aber. 50 Megawatt. Aber es ist noch genug übrig. Ja, was bringt das eigentlich alles? Nichts. Also selbst... Also bei Satisfactory oder bei Factorio natürlich. Alles ist Waste of Time. Alle Spiele. Ich wundere mich gerade nur, weil theoretisch sollte die Produktion ja bei der 20 pro Minute raushaut pro Researcher und der hier 10, müsste das ja genau aufgehen. Da bin ich ein bisschen irritiert, dass die Roten so einen kleinen Rückstau haben. Ach, das sind Energie-Storage-Dinger. Launch a large amount of Solarsegel in den Orbit, um ein Dyson-Swarm zu bilden. Solarsegel. Replikationsgeschwindigkeit plus 50%. Boah, so alles. Da sind ja doch noch ein paar Stufen dazugekommen. Hier hat man im Gegensatz zu Satisfactory ein richtiges Ziel. Ja, okay. Satisfactory hat kein wirkliches Ende, ne? Vielleicht irgendwann mal. Jetzt ballert sich die Matrix hier alles ein.
Also mehr als 5 in der Höhe kann ich gerade nicht bedienen. Weil wir dafür zu wenig Metallplatten herstellen an der Stelle hier. Man sieht die Dyson-Sphäre optisch. Also wenn du die Dyson-Sphäre aufbaust, ist das, glaube ich, ein optisches Element mit. Wird ein riesiges Kackding. Man kann die Dyson-Sphäre sogar besuchen. Weil ich immer noch Öl habe. Was in meinem Inventar rumgammelt. Ich habe schon lange keine Bänder mehr abgerissen, wo Öl drin war. Und dann schiebt den da drüben drauf einfach. Ups, Entschuldigung, Hund. Ich glaube, ich habe meinen Schuh verkehrt rum an. Ah, man kriegt später Strom von der Dyson-Sphäre. Macht ja auch Sinn, irgendwo. Also er sagt mir irgendwie, ich hätte übrigens noch 5 von den roten Cubes in meinem Inventar. Ist aber irgendwie gelogen. Stört mich gerade irgendwie auch.
Das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Es fehlt nämlich an Graphit. Ah. Use Inventory habe ich mal ausgeschaltet. Dann kannst du nämlich sehen, dass es im Inventar rumliegt. Hat der Chat gerade gesagt. Es gibt keine Upgrade-Funktion, ne? Don't snap with building, drop level, put item back. Punkt, 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 Punkt. Ah, vielleicht denken die im Spiel einfach, das lohnt sich nicht abzugraden. Du kommst eh nie wieder zurück, wo du warst. Oder sprengt später eh alles in die Luft. Nee, sie sagen, dass es später noch kommt. Ich kann auch abheben und auf einen anderen Planeten gehen, ja. Das ist korrekt. Und keiner hat gesagt, dass X zerstört die Brücke. Dabei ist es in diesem Spiel wirklich so. Jetzt ballern die bis nach oben voll. Ich baue mal Ölraffinerie für das Aufsplitten. Soll ich abheben? Ich möchte sehen, dass ich vom Planeten wegfliege. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht.
Oh mein Gott. Tut mir leid. Zum einen verbraucht das ohne Ende Energie. Weshalb ich das vielleicht nicht machen sollte gerade. Wie man nicht sieht bei meinen, bei der Kapazität von meinem Akku. Und zum anderen kriegst du nicht genug Kram wieder raus. Deshalb, weit komme ich wohl nicht im Weltraum. Bis jetzt. Wobei, stopp. Verbind die erstmal. Habe ich nicht gesagt. Ich meine natürlich, ach, das ist ja wunderschön, sowas aufzubauen. Da freut sich mein Herz schon drauf. Ich bin in den Raum für genug Brennstoff mitnehmen und einige Gebäude, zum Beispiel Minen und Solaranlagen. Alles cool erstmal. Bis jetzt habe ich nicht vor, einen Raumflug zu machen. Hä? Habe ich da nicht ein Ungleichgewicht fürs, also fürs Hydrogen? Weil ich mache doch zwei Hydrogen rein. Ich krieg drei raus und ein Graphit für ein Öl. Also für ein raffineriertes Öl und zwei Hydrogen. Warum muss das Hydrogen doch von noch irgendwo anders herkommen? Warum mache ich daraus dann einen Kreislauf? Und schießt das Hydrogen dann wieder da rein.
Ja, ich habe gedacht, das funktioniert etwas anders. Kannst zusätzlich Hydrogen verfeuern oder zu Deuterium umwandeln, falls du die Forschung schon hast. Nein, ich habe noch keine Umwandlung zu Deuterium. Du kannst später Hydrogen von Gasriesen herstellen. Ach, ein Traum. Ein Orbitalsammler zu bauen ist ein Abenteuer in sich. Alles ist hier ein Abenteuer. Die haben in die also schon im Programm reingemacht, dass der manchmal versucht, diese Erdkrümmung zu kompensieren. Zum Beispiel wie jetzt hier plötzlich der so einen kleinen Knick macht, während du baust, damit du dich nicht darum kümmern musst, dass das Raster richtig funktioniert. Die Musik ist viel beruhigender, als sie sein sollte. Da ist meine Nackenverspannung so, als wenn ich gleich meinen Boxkampf habe. Er braucht schon Wasser. Oh Gott, jetzt möchte ich die Produktionsreihe für die Dyson Sphere, was auch immer, machen. Dann mach das doch einfach.
Dann schiebe ich die Hydro wieder in den, also in den Kreislauf rein. Ich kriege einen Kollaps, ich denke nicht weit genug. Glaubst du, ich denke weit genug? Weil ich mache es jetzt doch ein bisschen anders. Ich werde den Zwischentank nutzen. Und werde aus dem Zwischentank das absaugen, um es halt für die Anlagen zu verwenden. Und ich muss den Graphit ja auch rausholen. Und der muss dann in Energieproduktionsanlagen investiert werden. Am besten mache ich den Sortierer etwas früher. So, da darf auf jeden Fall das Öl lang. Dann geht das da oben hin. Oh, das Re-Raffinerieren. Wer kommt denn auf solche Ideen? Also ich würde mal sagen, bei 10 Raffinerien sollte ich 5 Raffinerien fürs Re-Raffinerieren nutzen. Warum ist auf dem Mond ein Tag-Nacht-Wechsel? Er kann doch irgendwann auch im Schatten liegen. Zur Sonne hin. Das wäre doch auch eine Nacht. Warum muss es totale Finsternis geben? Sterne leuchten ja trotzdem auf den Mond.
oder der Planet, um den der Kreis, der Jupiter oder Jupiter, der Gasriese, der reflektiert ja auch Licht zum Mond hin. Also es gibt viele Möglichkeiten, warum die Nacht nicht komplett schwarz ist. Vor allem habe ich inzwischen 80 Millionen Lichter auf dem Planeten. Dich eben kurz kaputt. Wie kann ein Gasriese nach hinten reflektieren? Der Gasriese, du drehst dich doch mit dem Mond um den Gasriesen und wenn der Gasriese entweder versperrt die Sicht auf die Sonne oder wir sind auf der anderen Seite, wodurch wir auch keinen Blick auf die Sonne haben. Also müssten wir eigentlich sogar zwei Tag-Nacht-Wechsel haben. Also wir haben relativ kurze Tage. Es kommt darauf an, wie schnell der rotiert um diesen Planeten. Also wirst auf jeden Fall, irgendwas wird dich schon anstrahlen. Und wenn es so eine alte Oma ist, ey, die dich mit der Taschenlampe ins Gesicht anleuchtet. Aber ja, umso weiter wir von der Sonne weg sind, umso weniger Licht werden wir haben. Das ist aber eigentlich, also man spricht dann eher so von, okay, dann hast du Licht halt wie einen Dämmerzustand bei uns. Dementsprechend, wie weit du weg bist von der Sonne. Es ist nur wichtig, wie hell es auf dem Planeten ist, damit Pflanzen Photosynthese betreiben können. Und natürlich, wie warm es dann ist. Oder kalt. Was aber auch noch abhängig davon ist, woraus die Atmosphäre besteht. Obwohl man da relativ, also manche Sachen ausschießen kann schon relativ früh, weil ja, ab einer gewissen Temperatur hast du ja nur dann die Möglichkeit, dass du eine Atmosphäre hast, die aus Gasen besteht, aus bestimmten. Aber ansonsten würde es die ja nicht geben in dem Fall.
Ohne Treibhausgase wäre die Erde zu kalt für uns. Also ein bisschen Treibhausgas ist gut, ein bisschen viel ist scheiße. Das Thema hatten wir schon. Jetzt nicht in dem Let's Play hier, aber schon häufig. Durch die Venus wissen wir einfach, dass Treibhausgase existieren und dass es funktioniert. Der Treibhauseffekt hat auch nichts mit dem Treibhaus in Wirklichkeit auf der Erde zu tun. Es ist keine Glasscheibe, wo die warme Luft gefangen wird. Es hat damit zu tun, dass die Wärme bzw. viel zu viel, also schon, dass die Wärme nicht zurück abstrahlen kann, aber wir haben hier keine Glasscheibe. Es sind die Gase, die das Zurückweichen der Wärme auch verhindern. Und es ist keine Per-Aspera-Erfahrung. Es ist keine Mars-Rekolonisierungserfahrung. Es ist einfach Interesse am Thema. Ich wünschte jetzt, ich hätte 20 Baudrohnen. Worum geht es in dem Spiel? Eine Dyson-Sphäre zu bauen. Da bin ich aber noch ein bisschen entfernt von. Ich mache gerade alles andere. Muss man erstmal gucken, wie sehr sich das staut hier unten, wenn es sich überhaupt staut. Und wenn wir schon dabei sind, hol das Graphit da raus. Können wir dann direkt zur Energie umwandeln. Du kannst sagen, wirklich, dass Dyson-Sphäre eine Solaranlage um einen Stern ist, ja. Oder es ist ein Mega-Gebäude, was einfach ressourcentechnisch unmöglich wäre, dieses wirklich mal zu bauen. Also jedenfalls nicht von Menschenhand. Hallo, bis die Baugenehmigungen durch sind in Deutschland. Bis dann haben die Chinesen schon zwei gebaut. Falls du das Spiel Factorio kennst, es geht in dieselbe Richtung. Halt nur jetzt mit intergalaktischen Maßstab. Mit mehreren Planeten, aber selbst da bin ich ja noch nicht. Scheiße. Ah, ich Idiot! Ich hab's aber bei den anderen auch richtig gemacht.
eigentlich so witzig, dass du dadurch mehr, also dass du halt mehr rauskriegst durch das Aufspalten. Ja, welche Ressource fehlt denn? Zeigt er mir nicht an wieder. Wahrscheinlich Eisen. Jetzt muss Mechagodzilla kommen. Godzilla, Godzilla, Mechagodzilla incoming. Stimmt, ich habe gar kein Metall geholt. Die Sonne ist so riesig. Du wirst da nichts vormachen. Also du wirst halt nicht hingehen und sagen, wir bedecken einfach mal die Sonne mit irgendeinem Schwarm oder mit einer Solarsäge und so weiter, weil Solarsäge zerfetzt werden von den Sonnenwinden. Weil so dicht, beziehungsweise sie werden halt weggeblasen. Ja, deshalb heißen die Solarsäge. Sonst wären es ja Solarpanzer. Ihr wisst, was ich meine. Also wir müssen uns gar nicht bei... Wir schaffen es ja nicht mal, eine richtig große Weltraumstation oder sowas in den Orbit zu bringen. Aber auf der ISS testen wir jetzt auch aufblasbare Module. Oder haben sie getestet? Ich bin jetzt nicht sicher, ob das schon war. Dann können wir theoretisch größere Stationen bauen. Weil die Module nicht mehr tonnenschwer sind.
So, angeblich produziert der 15 die Minute. Babylon 5 soll in der Remastered-Version rauskommen. Gut, dann weiß ich, was mein Vater zu Weihnachten schenke nächstes Jahr. Nämlich ein Pullover und ich kaufe mir die Babylon 5 Remastered-Edition. Ich glaube, den Überschuss kriegen wir hier eh nicht raus. Aber er baut sich ja schon ab. Ja, damit ich wenigstens sehen kann, wie viele Kraftwerke die überhaupt befeuern. Mit aus zwei Öl werden zwei raffinierte Öl. Naja, fehlen mir Eisenringe. Kann ich kurz hier holen. Heute den ganzen Tag den Bionic Six Song im Kopf, ey. Bionic, Bionic Six, du, 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 du. So, ich habe ihn gerne mit euch geteilt. Übrigens, mehr weiß ich vom Song gar nicht, aber die ganze Zeit ist der Jingle bei mir in der Birne. Wir sind gemeinsam und gar nicht einsam. Bionic, Bionic 6. Bionic schreibt man, glaube ich, anders. Das ist nicht abgeleitet von Bionet. Obwohl, da möchte ich gern die Herleitung hören. Ich glaube, ich mache nochmal 5 Raffinerien hier unten hin. Aber jetzt war ich erstmal Ende der Folge und gefühlt habe ich nichts geschafft. Aber in Wahrheit habe ich ja mein Raffineriesystem komplett umgebaut. In 50 Minuten, 60 Minuten. Pi mal Daumen.